sollte es in einem Servicefall notwendig sein, die Kartusche bei einem Hansgrohe einhandmisch auszutauschen, gehen Sie folgendermaßen vor. Schließen Sie zuerst den Ablauf, dann können Ihnen keine kleinen Teile hineinfallen. Als nächstes schließen wir die Eckventile. Dazu nehmen wir die Schuber der Eckventile ab und drehen diese kalt und warm Wasser zu. Sie benötigen dazu eine Keramikkartusche M2, Artikelnummer 92730. Da drin befinden sich sämtliche Serviceteile, welche Sie für den Austausch benötigen. Unter anderem die Montageanleitung, in der genau beschrieben ist, wie Sie vorgehen. Mit dem Inbusschlüssel, Schlüsselweite 4, können Sie dann den Griff stopfen, in den Griff eindrücken. Im geöffneten Zustand lösen Sie die Griffbefestigungsschraube 4 Umdrehungen. Den Schlüssel entnehmen und den Griff nach oben abziehen. Sollte der Service an einer älteren Armatur durchgeführt werden, kann sein, dass die M3 Keramikkartusche eingesetzt ist. Die M2 Kartusche, die Sie als Serviceteil haben, ist jedoch kompatibel. Nehmen Sie mit einem Schraubendreher die Kappe ab, den kleinen Griffstopfen, den Sie zuvor eingedrückt haben, können Sie jetzt entnehmen. Zur Demontage der Kartuschenspannmutter können Sie das optional erhältliche Montageschlüsselset verwenden. In dem befinden sich sämtliche Montageschlüssel für Spannmuttern bei Armaturen. Die Kartuschenspannmutter wird gelöst und kann nach oben abgenommen werden. Jetzt kommen Sie auch schon durch Herausnehmen der Kartusche an das zu wechselnde Teil. Beim Einsetzen der neuen Kartusche achten Sie auf die zwei Arretierungsnasen, welche sich im Grundkörper befinden. Die Kartusche wird leicht eingedrückt und die Spannmutter wieder aufgesetzt. Mit dem Serviceschlüssel können Sie jetzt die Spannmutter fixieren. Haben Sie einen Drehmomentschlüssel zur Hand, fixieren Sie die Spannmutter mit 12 Newtonmeter. So, jetzt kann die Armatur wieder komplett montiert werden. Dazu wird die Kappe aufgesetzt, aufgedrückt, der Griff wird aufgesteckt, drehen Sie den Griff wieder zur Seite, dann beschädigen Sie auch den Grundkörper nicht mit dem Montagewerkzeug. Schluss setzen wir den Griffstopfen wieder in die Bohrung. Dann öffnen wir den Ablauf und stellen das Wasser wieder an. Damit haben Sie den Austausch der Kartusche schnell und einfach durchgeführt.